Herzlich willkommen, meine Freunde, zum lang ersehnten Sure AI Interview. Heute mit dabei sind Johannes und Nico. Hallo. Hallo. Kurz und knackig. So, dann wollen wir gleich mal vielleicht anfangen mit ein paar Einstiegsfragen. Und zwar für die Leute, die gerade zuhören, zuschauen und vor allem von Enderal bisher noch nichts gehört haben, was ist denn Enderal? Enderal ist eine Total Conversion zu Skyrim. Eine Total Conversion ist eine Sonderform einer Mod. Das heißt, wir nehmen die Spielwelt und auch das Gameplay zum Teil, das Skyrim ausgemacht hat, heraus und ersetzen es durch ein eigenes Spiel. Das heißt, du hast eigene Spielmechaniken, eine eigene Spielwelt, eine eigene Story und am Ende bleibt nur das technische Grundgerüst, also die Engine des Spiels übrig, mit der wir eine neue Welt, ein neues Erlebnis für den Spieler kreieren. Also eigentlich könnte man zusammenfassend sagen, dass Enderal ein komplett eigenständiges Spiel auf der Basis der Skyrim Engine ist. Das heißt, wir entfernen alle lore-relevanten Inhalte wie NPCs, Story, zum Teil auch Musik und einige Gameplay-Mechaniken und ersetzen die durch eigene. Also es ist so gesehen ein eigenständiges Rollenspiel, wofür man aber eben Skyrim braucht, weil das das technische Grundgerüst ist. Und was würdet ihr sagen, was sind so die Hauptpunkte, in denen sich Enderal speziell von Skyrim unterscheiden wird? Ja, also da gibt es viele Punkte. Ich denke mal, das Erste, was mir jetzt spontan einfällt, ist halt die Story auf jeden Fall. Also, dass wir versuchen, ähnlich wie Neren schon, interessante Themen zu behandeln und die Story auch relativ komplex ist, was jetzt nicht heißt unzugänglich. Wir versuchen, sie schon spannend zu machen, aber ja, wie schon gesagt, komplex, interessante Themen. Und es ist auch einfach ein stärkerer Fokus auf die Story als solche. Ich denke, wir haben da auch etwas einen anderen Designansatz, weil wir uns Gedanken machen, vor allem, welches Gefühl soll das Spiel vermitteln, wenn man in dieser Welt steckt. Wenn du das Spiel spielst, was sollst du dabei fühlen, was sollst du dabei denken? Wir möchten auch nicht dazu verfallen, ein Rollenspiel so zu entwickeln, wie man Brettspiele entwickelt, das heißt, sich nur auf die Spielregeln zu konzentrieren. Das klappt sicher bei einem Aufbauspiel, das ist die ideale Methode, um das Spiel zu einem guten Spiel zu machen, aber wir brauchen mehr, nämlich das Drumherum, die virtuelle Welt und das, was sie vermittelt, welche Aussage sie hat. Und da gibt es viele Methoden, wie das erreicht werden kann. Das sind zum einen, wie Nico eben schon sagte, die Geschichte, die Story, was diese aussagt. Das kann aber auch allein schon die Farbstimmung des Levels sein, das, was die Leute sagen. Also ich denke, man könnte zusammenfassend dann einfach sagen, dass neben der Story einfach Enderal ein anderes Spielgefühl einfach bietet, eben dadurch, dass unser Hauptfokus nicht dieses Sandbox-Feeling ist. Wir haben auch viele Punkte im Gameplay, in denen wir uns unterscheiden, wie dieses Klassensystem, worauf wir vielleicht auch später noch eingehen. Und dann generell, dass man könnte sagen, dass unser Level-Design auch unser Environment-Art, besser gesagt, vielseitiger ist und wir uns bemühen, unser Level-Design vielleicht schmaler mit nicht 300 Dungeons, sondern ein paar weniger, aber dafür sehr abwechslungsreichen Dungeons zu füllen. Wir krempeln eigentlich das Skill-System ziemlich komplett um. Das heißt, das Learning-by-Doing-System, das noch in Skyrim zum Einsatz kam, wird da ersetzt durch ein Erfahrungspunktesystem, das auch dann ziemlich gut genutzt werden kann, um alles Mögliche im Spiel zu belohnen. Das heißt, du machst deine Quest nicht nur dafür, dass du irgendeinen Stab bekommst, den du vielleicht gar nicht gebrauchen kannst, weil du jetzt keinen Magier spielst. Du kriegst Erfahrungspunkte, wenn du Schlösser knackst, wenn du dieses machst, wenn du jenes machst, wenn du etwas über die Welt in Erfahrung bringst. Und das ist auch immer so ein Motivationsfaktor hinter all dem, was du tust. So, und dann wollen wir mal vielleicht zu ein paar Einstiegsfragen kommen, die speziell Enderal betreffen. Wo setzt denn die Story von Enderal an? Also storymäßig setzt Enderal direkt da an, wo Nerim aufgehört hat, um genauer zu sein, 2,5 Jahre danach. Und ja, es geht ja letzten Endes dann, ja, sagen wir mal, das, was in Nerim geschehen ist, ist halt im Prinzip der Auslöser für die Story von Enderal, was jetzt sehr allgemein formuliert ist, aber wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Sei es für Enderal oder für Nerim, für die es noch nicht gespielt haben. Und was kann man schon dazu sagen, wo Enderal startet? Nerim hat da ja relativ dunkel und fast schon schaurig angefangen in der Mine.
Und wie könnte man vielleicht auch nur vom Gefühl her die Anfangsszene von Enderal beschreiben? Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich denke mal, dass die Anfangsszene relativ unerwartet kommen wird und vermutlich nicht das ist, was man jetzt, ja, wie schon gesagt, erwarten würde. Ergo kann man sagen, es wird dunkel und schaurig sein, aber jetzt nicht unbedingt eine dunkle Höhle. Mhm. Aber ich denke, tatsächlich sollte man den Anfang einfach für sich sprechen lassen, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das den muss man dann erleben. Und es ist jetzt schwer, auf deine Frage zu antworten, ohne zu viel vorwegzunehmen. Na, selbstverständlich, aber das ist auch das Schöne an solchen Fragen. Ja, genau. Man möchte ja auch nicht spoilern. Ja, dann ein anderer größerer Punkt war ja jetzt auch die Kartengröße. Darüber wurde schon öfter geredet und da gab es auch unterschiedliche Angaben. Zuerst hattet ihr ja 10 Quadratkilometer so grob über den Daumen gepeilt geplant und es sollte auch eine höhere Questdichte als Nerim haben. Und wie ist da jetzt so der aktuelle Stand? Ist die immer noch so groß geplant oder schon so groß umgesetzt? Die Spielwelt ist inzwischen wesentlich größer geworden. Wir hatten zwar ursprünglich eine kleinere Spielwelt geplant, aber das kommt so zustande, ich sag mal on the fly, wenn du die Spielwelt aufteilst in verschiedene Regionen und hast mehrere Level-Designer und lässt die dann bauen und schätzt es so ein, dass es klein ist und dann setzt sich am Ende alles zusammen und du guckst dir es an und misst dann die Abstände, wie sie tatsächlich drin sind. Das haben wir halt jetzt die erste Zeit der Entwicklung nicht getan, ja. Mhm. Wir haben Schätzungen abgegeben, wie groß die Spielwelt ist, und haben uns jetzt mal hingesetzt und haben sie wirklich gemessen von den Größenverhältnissen und haben festgestellt, dass sie so fast die Umrisse eines Skyrims inzwischen ausfüllt. Das ist ein bisschen weniger, als das bei Nerim der Fall war. Aber auch nur dann, wenn du in Nerim die nicht begehbaren Landflächen, und das sind ja riesige Gebirge, gerade im nördlichen Gebirge, mit einrechnest. Das heißt, dass Enderal den Spielern eine Landmasse zwischen 35 bis 40 Quadratkilometern bietet, die zu einem größeren Anteil begehbar sind und nicht mehr in dem Maße durch Gebirge ausgefüllt werden, wie das bei Nerim der Fall war. Dass die begehbare Fläche ungefähr gleich groß ist. Ja, und das klingt schon mal sehr schön, vor allem in Kombination mit der höheren Questdichte. Also, wie wir schon öfters auch angekündigt haben, sind wir uns auch dessen bewusst, dass die Nebenquests in Nerim sehr spärlich gesät waren. Wir bemühen uns derzeit, das zu ändern. Was wir auf jeden Fall schon mal geändert haben, ist, dass auch die Mainquest alle Ecken der Welt abdeckt. Und zwar nicht nur, dass man dann irgendwo hier ein Artefakt holen muss, dass man dieses Gebiet mal abgedeckt hat, aber ich denke, auf jeden Fall in Sachen Mainquest ist die Spielwelt ziemlich gut gefüllt. Es gibt in Enderal wesentlich mehr Nebenquests, wird es geben, als es in Nerim der Fall war. Das wird natürlich nicht an die Quantität der Nebenquests in Skyrim rankommen, aber das ist halt schwer jetzt das festzulegen, wo sich das dann zwischen Nerim und Skyrim einpendelt, weil das hängt auch einfach davon ab, wie schnell wir Fortschritte machen. Eine andere Frage, die sich auch viele Leute so jetzt über die Zeit nach Nerim gestellt haben, ist, ob es bei Enderal auch mehr Horror- bzw. Gruselatmosphäre geben wird, wie es eben auch beim bisher genannten Start-Dungeon von Nerim gab. Das war ja dann danach recht selten, aber sehr intensiv am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das liegt auch daran, dass ich persönlich als der jetzt die meisten Dialoge auch geschrieben hat und auch der Johannes, aber vor allem ich hege auch eine große Liebe zu Autoren wie Lovecraft und das schlägt sich auf jeden Fall deutlich nieder. Also ich würde tatsächlich sagen, dass es um einiges makaberer ist und um einiges düsterer ist, als es die Story in Nerim war, beziehungsweise dass es mehr so Situationen wie im Start-Dungeon von Nerim geben wird. Ja. Ihr werdet weinen. Oh, sehr schön. Das klingt sehr gut. Ich freue mich schon auf das Tränenvergießen. Wird es denn auch coole Bosskämpfe geben mit mehreren Phasen? Ich will da jetzt nicht spoilern in Bezug auf Nerim, aber da gab es ja auch hier und da ein paar nette Gelegenheiten, ein paar besser ausgearbeitetere Bosskämpfe. Oder wird das mehr in Richtung mehr Leben und einfach Niederschlagen sein? Also es wird auf jeden Fall, es gibt auch schon viele Bosskämpfe, die den komplexen Bosskämpfen aus Nerim ähneln. Und das sind auch nicht nur Bosse aus der Mainquest, sondern auch in Dungeons. Wir streben auf jeden Fall an, das wirklich in jedem Level dann auch so zu machen, dass der Bosskampf zumindest
mehr Taktik verlangt als nur stumpfes Draufklappen. Aber letzten Endes bleibt es dann abzuwarten, ob das uns auch bei jedem kleinen Dungeon gelingt. Aber es ist auf jeden Fall schon eine sehr hohe Dichte an komplexen Bosskämpfen. Ah, sehr schön. Wird es auch eine Art Scaling geben, zumindest für Bosskämpfe, sodass sehr hochgelevelte Charaktere es nicht so einfach haben werden bei ihnen? Das Problem ist uns auch bewusst und da müssen wir diesen Balancing-Prozess in der Regel auch so einen Mittelweg finden, damit man es den Spielern auch nicht ganz versaut, die jetzt nicht so motiviert sind, jeden Ecken der Spielwelt zu erkunden, denn die gibt's auch. Es ist aber eher so gelöst, dass die Bosse in der Main Quest nochmal ein Stückchen schwerer sind, als sie das in Nerim waren. Und dazu kommt, dass es auch bei einigen Bossen so ist, dass die prozentualen Schaden anrichten. Das heißt, die verursachen dann immer 20% Schaden an Lebensenergie bei einem Angriff. Und dadurch, das ist zwar eine indirekte Mitlevelung dieses Gegners, aber keine so direkt spürbare. Mhm. Gut, das ist eine gute Antwort. Da werden sich vor allem viele von meinen Zuschauern darüber freuen, weil die immer rumgeweint haben, dass ich es zu einfach habe bei einigen Bossen auch. Das, du hast ja auch alles eingesammelt, was rumlag. Na klar, wozu ist es sonst das da? Ist, ja, das stimmt. Ich gehöre auch zu der Sorte Spieler, die alles einsammelt. Wird es auch synergetische Skill-Kombinationen geben? Sprich, bei Skyrim gab es zum Beispiel diese Vasen mit Flämmchen drin und wenn man das Seil über ihnen durchgeschossen hat oder auf sie selbst geschossen hat, dann haben sie eine Ölpfütze unter sich angezündet. Wird es vielleicht auch so Parallelen dazu in Enderal geben, beziehungsweise weiter ausgebaute Kombinationen von Skills? Ja, wird es geben. Insbesondere mit der Kombination der Skills. Wir haben da auch versucht, ein bisschen das Kampfsystem noch mal ein bisschen aufzuwerten. Es gibt zum Beispiel ein Talent, das nennt sich Klingentanz. Und mit diesem Talent hast du eine begrenzte Zeit. In dieser begrenzten Zeit musst du mindestens 5 Treffer bei deinem Gegner durch Nahkampfwaffen landen. Und dann wird der 5. Treffer ein kritischer Angriff und verursacht mehr Schaden. Das heißt, du kannst diese Sachen miteinander kombinieren. Das macht dann natürlich in dem Fall, wenn du es auslöst, da die Zeitspanne klein ist, möglichst Sinn, dann in die Offensive zu gehen und nicht zu blocken und auszuweichen, sondern wirklich auf den Gegner einzuschlagen und danach wieder in die Defensive zu gehen. Und dadurch gestaltet sich auch das Kampfsystem viel spaßiger, weil du halt so taktische Elemente mit reinbringen kannst. Und es beschränkt sich nicht nur so wie bei Skyrim auf Blocken und Angriffen und Angriff und Zurückweichen. Und weil du ja speziell jetzt nach Skill-Kombinationen gefragt hattest, also Johannes hat jetzt ja das mit dem Klingentanz beschrieben und das kann man dann zum Beispiel mit einem anderen Talent kombinieren, das beispielsweise die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Da kann man dann von der Synergie sprechen. Und wir haben ja auch einen relativ umfangreichen Entwickler-Blog, einen Dev-Blog auf unserem offiziellen Channel veröffentlicht, wo wir dieses Skillsystem beschreiben und da sind dann auch mehrere Fälle zu sehen oder mehrere Kombinationsmöglichkeiten, diese Talente zu sehen. Du hattest da jetzt speziell in deinem Beispiel ja das, die Interaktion mit der Umgebung angeführt. Da haben wir natürlich auch, sage ich mal, das ausgenutzt, was die Engine bietet. Stellenweise noch innovativere Fallen, würde ich sagen, oder zumindest für die Sachen auf neue Art und Weise kombiniert. Also ja, ich denke, man kann eigentlich sagen, dass es synergetische Skill-Kombinationen geben wird, auf jeden Fall. Ja, das hört sich sehr schön an. Und in Bezug auch auf den Dev-Blog, den du gerade eben angesprochen hast, in der Videobeschreibung wird es selbstverständlich auch noch unterschiedliche Links zu anderen Interviews und unter anderem auch diesem Dev-Blog geben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt speziell mehr informieren wollt zum Skillsystem, dann könnt ihr das machen und dem Link einfach in der Beschreibung folgen. Eine andere Sache wäre dann noch das Crafting bzw. das Schmieden. Das war ja in Nerim so, dass man oft, wenn man in vielen Dungeons unterwegs war und viele Items regelmäßig eingesammelt hat, dass man bereits ab der Hälfte des Spiels nichts Brauchbares mehr so wirklich schmieden konnte. Das wurde relativ schnell redundant. Ich persönlich habe das so gut wie gar nicht angerührt. Wird das in Enderal einen länger begleiten, das Schmiedesystem? Das Crafting-System haben wir da deutlich verbessert. Auch in die Richtung, wie das bei Nerim anfangs geplant war, aber später aus Zeitmangel leider nicht mehr umgesetzt werden konnte. Du hast also auch in Enderhal die Möglichkeit, die auf sehr hohen Stufen noch brauchbare Items zu schmieden, weil das Spektrum der Items, die du herstellen kannst, auch wirklich das gesamte Levelspektrum des Spielers abdeckt. Und
Dadurch kannst du dir immer noch was Neues machen, was Besseres, und die geschmiedeten Gegenstände sind natürlich auch immer besser als die, die du finden kannst. Genau, und was man vielleicht an der Gelegenheit, an der Stelle jetzt auch noch gut erwähnen könnte, ist, dass wir das Crafting-System noch ein bisschen angepasst haben. Und zwar wird der Spieler dann auch in höheren Dungeons oder generell sogenannte Baupläne finden können, die einem halt erst ein gewisses Rezept, sage ich mal, freischalten. Also es wird nicht mehr über die Perks geregelt, sondern man findet dann zum Beispiel den Bauplan für ein seltenes Artefakt. Und für dieses Schwert brauchst du dann immer eine Grundzutat. Die nennt sich Bauteile und die brauchst du wirklich in rauen Mengen und kannst du immer auch lagern und horten. Die findest du dann auch in Fässern und Kisten. Also es lohnt sich auch wirklich, dann Lagerhäuser einfach mal explizit nach Bauteilen zu durchsuchen. Und kannst dann diese Bauteile in Kombination mit anderen Zutaten zu einem wirklich mächtigen Schwert zusammenbauen, was vielleicht sogar Bestandteil eines Sets ist. Und allein dadurch wird das Crafting auch bis zum Ende des Spiels hin wichtig bleiben. Dann noch eine kleine Extrafrage, bevor wir in den allgemeinen Teil übergehen, wo wir eure, also von euch Zuschauern, die gestellten Fragen rannehmen werden. Und zwar zuerst jetzt noch, wird es wieder genauso viele Easter Eggs in Enderal geben wie in Nerim? Ich schätze, es wird noch viel mehr geben. Die werden wir jetzt natürlich nicht spoilern, denn dann würde es ja seinen Wert verlieren, sie im Spiel zu entdecken. Aber es gibt bereits einige, ja. Oh, sehr schön. Das wird wahrscheinlich die Explorer auf jeden Fall freuen, die in jedes Eckchen reinschauen wollen. Ja. Das Spiel ist ja auch eben für die Explorer gemacht, muss man ja auch sagen. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil mit den allgemeinen Fragen, und zwar die direkt aus den Kommentaren genommen wurden, aus dem Video, was ich vor einiger Zeit veröffentlicht hatte, wo ihr die Chance dann hattet, jetzt an SureAI die Fragen zu stellen, und da starten wir direkt mal durch. Wie lang ist die Hauptquest im Vergleich zu Nerim? Und zwar, wenn man jetzt alles zusammenrechnen würde, auch die Nebenquest und Erkundungsspielzeit. Wenn du die Hauptquest durchspielst, kommst du ziemlich genau auf dieselbe Spielzeit, die du in Nerim auch hattest. Erkundungsspielzeit ist natürlich immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil die bei jedem Spieler ziemlich stark schwankt. Ich denke mal, an Locations, die du erkunden kannst, ist die Anzahl etwa äquivalent zu Nerim. Du hast also Dutzende Locations und das wird auch seine Zeit in Anspruch nehmen. Ich tue es mir schwer, das zu vergleichen, wie lange jetzt ein durchschnittlicher Spieler braucht, um das durchzuspielen, weil wir haben nie Daten von den Spielern bei Nerim erhoben, wie lange sie durchschnittlich dafür gebraucht haben. Man kann es damit vergleichen. Da es in Enderhal aber mehr Nebenquests geben wird als in Nerim, wird die Gesamtspielzeit, wenn du alles durchspielst, Nebenquest und Hauptquest, aber höher sein. Im Durchschnitt schätze ich die Spielzeit auf zwischen 40 und 90 Spielstunden. Dann hängt natürlich, wie eben schon gesagt, sehr davon ab, ob der Spieler jetzt durchwascht oder ob er alles erkundet und entdeckt. Die alles erkunden und entdecken, zu denen du ja auch gehörst, die werden sicher noch viel mehr Zeit darin verbringen. Das freut einen Explorer immer zu hören. Wird es auch neue Rassen in Enderal geben oder werden die Rassen aus Nerim, so wie sie sind, 1:1 übernommen? Also es wird so gesehen neue Rassen geben, aber es werden jetzt nicht viel mehr sein. Also in Nerim gab es ja diese Unterteilung zwischen Normanne und Alemanne. Das haben wir quasi zusammengefasst in Endralea. Dann hat man schließlich die Kyrane, das ist so ein Äquivalent zu den Rotwadonen, das sind dunkelhäutige Männer und Frauen. Und man hat schließlich wieder die Halbeterne. Also letzten Endes kommt von der Anzahl der Rassen auf genau dasselbe. Ja, okay, aber sie sind dafür jetzt diversifizierter. Ja, könnte man so sagen, weil dadurch, dass Alemanne und Normanne in Nerim ja eigentlich relativ ähnlich waren, sind die auf jeden Fall diese diversifizierter, ja. Werden diese Rassen dann auch rasseneigene Fähigkeiten besitzen oder sich anderweitig, außer über das Aussehen voneinander, differenzieren? Was passieren wird und kann, ist, dass NPCs auf dich unterschiedlich reagieren, wenn du bestimmte Rassen spielst. Aber auf das Gameplay hat das keinen Einfluss. Wir haben uns dafür entschieden, rassenspezifische Fähigkeiten herauszunehmen, auch mit der Begründung, dass die Umsetzung dessen in Skyrim, wenn du nicht wirklich auf Elder Scrolls basiert warst und wusstest, welche Vor- und Nachteile die Rassen bringen, relativ schlecht umgesetzt wurde, weil sich das Charaktererstellungsmenü gar nicht wirklich so genau darüber informiert hat, was kann die Rasse jetzt und was kann sie nicht. Und die Unterschiede sind in Skyrim schon teilweise recht erheblich gewesen. Als Dunkelelf mit einer Feuerresistenz habe ich einen riesigen Vorteil gegen Drachen und umgekehrt als Nord gegen Gegner mit Eiszaubern.
Und so wirklich hervorgegangen ist das aus den Beschreibungstexten nie. Und für die Spieler, die sich damit nicht ausgekannt haben, war das vielleicht auch eine Falle, weil sie dann eine Rasse gewählt haben, die gar nicht von ihren Fähigkeiten auf den Spielstil gepasst hat, den sie spielen möchten. Und wir haben uns deswegen dagegen entschieden, dass der Spieler die alleinige Entscheidungsgewalt, welchen Charakter er spielen möchte, von seinen Talenten her gesehen, erst im Laufe des Spiels trifft und nicht schon im Charaktererstellungsfenster. Das ist auch erfreulich zu hören, wenn man bedenkt, dass viele Leute an Nerim kritisiert hatten, dass da nicht wirklich zum Beispiel drauf eingegangen wird, wenn man ein Halb-Eterner ist, obwohl die Eterner so verschrien waren. Wird das originale Skyrim-Interface bzw. die Menüführung an sich überarbeitet? Ja, wird sie. Also wir, inwiefern wir jetzt das Interface auch selbst anpassen, wissen wir nicht. Derzeit ist es so, dass wir einen Mod aus der Community benutzen, allerdings nicht SkyUI, weil wir den Script-Extender nicht in unseren Download packen können. Aber unserer Meinung nach ist es eine Mod, die genauso gut ist, und das ist auch mit dem Ersteller abgesprochen, dass wir die da reinpacken. Es wird auf jeden Fall übersichtlicher und nicht so konsolenlastig sein. Wird es weiteren Content nach dem Erst-Release geben, so wie es zum Beispiel bei Nerim mit Zerubilon war? Ja. Patches und Content-Patches vor allem sind geplant, und die sind natürlich entgegen der aktuellen Branchenpolitik völlig kostenlos. Sind kleinere, besondere Regionen geplant, für die vor allem ein hochgelevelter Charakter vonnöten sein wird? Vor allem jetzt auch außerhalb der Hauptstory? Ja, gibt es. Der Unterschied ist natürlich da auch ein bisschen, dass die, wie ich das eben schon angedeutet habe, dass sich diese Hochlevel-Bereiche wirklich über die ganze Worldmap ein bisschen verteilen und nicht nur im Süden oder im Norden konzentriert sind. Die sind dann auch dementsprechend klein gehalten, und das geht vor allem nochmal an, in eine Klimazone zurückzukommen, in der man früher mal gespielt hat, damit man auch ein bisschen Abwechslung drin hat. Also ja, die wird es geben, und es werden vor allem kleine Regionen sein, die sich dennoch vom Leveldesign ein bisschen unterscheiden, damit der Spieler hier das Feedback bekommt, okay, hier ist es vielleicht gefährlich. Hier gehe ich vielleicht doch nicht hin, wenn ich Level 5 bin. Aber ich warte mal ab, mit Level 50 sieht es vielleicht ganz anders aus. Sehr gut, dann wird es also noch ein bisschen quasi Exklusiv-Content geben für Leute, die besonders gründlich gespielt haben vorher. Definitiv. Wird es in Enderal genau wie in Nerim Kopfgeld-Quests oder ähnliches geben? Ja. Wie sieht denn das Reisesystem aus? Das wurde zwar bisher schon in einem anderen Interview erklärt, aber vielleicht hier nochmal eine kleine Übersicht dazu. Okay, wir haben uns die Kritik von Nerim auf jeden Fall zu Herzen genommen und das Reisesystem entsprechend angepasst. Es gibt zwar immer noch kein Fast Travel, dafür gibt es aber zum einen Flugtiere, die halt verschiedene Punkte, Greifentürme sozusagen, ansteuern können. Diese Flugtiere heißen Myraden, und das ist vor allem im Low-Level-Bereich relevant. Und später gibt es dann halt Teleport-Zauber und die, sag ich mal, unteleportbare Locations sind halt auch zahlreicher, als es in Nerim der Fall war. Noch ein Sterbenswörtchen zu dem Thema Schnellreisesystem zu verlieren und warum wir uns dagegen entschieden haben, auch schon bei Nerim dagegen entschieden haben, das Schnellreisesystem zu benutzen, hängt damit zusammen, dass es sowohl vom Spielgefühl als auch von der Atmosphäre etwas anderes ist, wenn ich meine Map aufrufe und ein Ziel anklicke und auf einer sehr abstrakten Art und Weise hinteleportiert werde, oder ob ich einen Teleport-Zauber aus dem Inventar krame oder eine Rune benutze, um zum Ziel zu kommen oder eben auf ein Reittier zu steigen, das mich in Windeseile dahin trägt, weil es atmosphärisch glaubwürdig ist. Es gibt einen Grund, warum ich in kurzer Zeit von Punkt A zu Punkt B komme. Das System war in Nerim, das war wahrscheinlich eine gute Idee, die aber schlecht umgesetzt wurde, weil es einfach zu wenige Teleportstellen gab, zu denen ich mich teleportieren konnte, und weil das Teleportieren gerade am Anfang viel zu teuer war und ich als Spieler auch erstmal in einem neuen Dorf einen Zauberhändler finden musste, der mir auch den Teleportzauber verkauft. Und wenn ich den übersehe, dann kann ich mich nicht dahin teleportieren. Das ist alles nicht sehr komfortabel gewesen. Aber das haben wir jetzt durch die Änderung verbessert. Und wir hoffen halt, dass es keine unnötigen Laufwege gibt, aber dass man halt immer noch auf die Welt und auf die Magie und so angewiesen ist. Wird es in Enderal auch anspruchsvollere Rätsel geben, wie zum Beispiel in Skyrim? Da war es ja oft so, dass man diese merkwürdigen Steinsäulen hatte mit den Tierzeichen drauf und die musste man nur ein paar Mal drehen und dann war es das gewesen. Wie sieht es da in Enderal aus?
Ja, also es wird anspruchsvollere Rätsel geben. Ich muss dazu sagen, dass es verflucht schwer ist, gute Rätsel zu designen, weil da der Grat zwischen unschaffbar und banal leicht richtig, richtig schmal ist. Aber wir haben auf jeden Fall in der Mainquest auch mehrere Rätsel und wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, auch so einen Mechanismus einzubauen, dass Leute, bevor sie irgendwie total verzweifeln, nach einer gewissen Zeit Hinweise bekommen, wie die richtige Lösung ist. Aber ja, es gibt anspruchsvollere Rätsel, die überdrehen den Stein dreimal und fertig hinausgehen, ja. Wird es dieses Mal Gilden mit eigenen Questreihen geben? Also wir haben jetzt nicht im klassischen Sinne Magier-Krieger-Schurken-Gilde, Diebesgilde, sondern wir planen auf jeden Fall Fraktionen einzubauen und wollten denen auch Questreihen geben, ja. Aber wie gesagt, das hängt dann auch alles wieder davon ab, wie viel Zeit uns am Ende für Nebenquests bleibt. Wir bemühen uns auf jeden Fall, aber wir streben es auf jeden Fall an. Es gibt aber keine Diebesgilde, keine Kriegergilde. Das sind dann vielleicht irgend so ein Händlerimperium oder sowas. Wir wollen es halt auch da wieder, sag ich mal, interessant storymäßig halten. Ja, das ist auch immer eine ganz nette Abwechslung, wenn man nicht so auf die Stereotypen-Gilden wieder zurückfällt. Es gibt ja bereits den Devblock zum Skillsystem, aber vielleicht nochmal hier eine kleine Frage dazu. Und zwar, ist es sinnvoll, Klassen zu mischen? Das heißt, kann ich auch als Krieger Magier-Talente lernen und wird das auch insofern sinnvoll sein, dass mein Krieger dann weiterhin noch nützlich bleibt? Ja, definitiv. Also das ist sogar gewünscht. Also viele Kombinationen ergeben sich ja so ein bisschen aus dem, ich sag mal, gesunden Gamer-Verstand. Zum Beispiel, dass du einen Schurken, einen Schleicher, den Spionagebaum zum Beispiel mit dem, nicht, dass ich durcheinander komme, der Sinistra-Baum war es. Wir haben auch ein bisschen nochmal umgeplant und sowas, der dann Illusionen und solche Dinge vereint, kombinierst. Das ergibt ja natürlich Sinn, dadurch, dass du dich unsichtbar machen kannst und die Gegner täuschen kannst. Kriegerbäume, zum Beispiel diese defensiven Kriegerbäume, sind natürlich auch für einen Schurken interessant, einen Waldläufer, dass er sein Leben pusht oder solche Dinge. Also wir streben das auf jeden Fall an. Okay, und wird es dann auch noch weiterhin möglich sein, quasi eine eierlegende Wollmilchsau zu machen, die auch noch effizient kämpfen kann? Du meinst, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass du so ein Allrounder werden kannst, oder? Genau, ein effizienter Allrounder. Ja, also wir wollen schon, dass die Spieler sich festlegen. Wir haben ja auch im Devblog schon gesagt, dass wir den Spieler durch die Anzahl der Talentpunkte, die am Ende bis zum Ende des Spiels verfügbar sein werden, einfach durch die Level-Ups oder die seltenen Items, die man finden kann, schon auf eine gewisse Weise auch limitieren. Also es wird nicht möglich sein, jetzt einen Allrounder zu spielen, der wirklich alles ausgemaxt hat. Also man kann sich natürlich breit gefächert skillen, aber das hat dann halt auch zur Folge, dass man die Fähigkeiten nicht alle auf die maximale Stufe bringen kann. Also sagen wir so, es gibt effiziente und weniger effiziente Wege, als das Spiel zu spielen, und das bleibt an einem Spieler hängen, das rauszufinden. Wie wird das Verzaubersystem in Enderal funktionieren? Eher in Richtung von Skyrim oder mehr wie in Nerim, sodass man kleine Steinchen, Edelsteine hat, über die man Effekte auf die Ausrüstungsteile draufsetzt, oder wird das komplett anders funktionieren? In Enderal benutzen wir da so eine Mischung aus beiden. Das Verzauberungssystem an sich, das heißt, du machst eine Verzauberung auf einen Gegenstand. Der hat einen Boni, funktioniert genauso wie in Skyrim. Die Edelsteine, die dann Objekte verbessern können, gibt es nicht mehr. Allerdings, weil du das jetzt verglichen hast mit Set-Gegenständen. Es ist so, dass Set-Gegenstände bedeutender sind, da ihre Verzauberung und ihre Boni immer stärker sein werden als die du selbst herstellst. In Nerim gab es nicht nur viele Easter Eggs, sondern auch Anspielungen speziell auf Filme. Zum Beispiel auf den Herrn der Ringe. Wird es auch ähnliche Parallelen in Enderal geben? Also es wird mit Sicherheit Anspielungen geben auf Bücher, Filme, wie auch immer. Ob die jetzt so konkret sein werden, wie das in Nerim der Fall war, wissen wir noch nicht so wirklich. Also, und das ist auch die Frage, ob die Anspielungen jeder versteht, weil Herr der Ringe ist halt schon dann doch was jeder kennt oder so. Aber ich denke mal, ja. Ja, sehr populär. Genau, weil es sehr populär ist. Wurde der Feature-Umfang von Enderal im Vergleich zu Nerim vergrößert oder wurden eher einzelne Elemente aus Nerim weiter perfektioniert? Das miteinander abzugleichen ist auch wieder ein bisschen subjektiv, weil auch hier wieder beides der Fall ist. Wir haben rausgestrichen eher kleinere Features, wie zum Beispiel das System, dass du Gegenstände mit Edelsteinen sockeln und damit verbessern kannst. Haben aber eine ganze Summe größerer Features neu eingebaut, die es vorher nicht gab. Und natürlich jede Menge Features von Nerim, insbesondere auch das Erfahrungspunktesystem, das komplette Balancing.
ziemlich stark perfektioniert, ohne ihren Wesenszug, also ihre Funktion, zu ändern. Bedenke allein die schiere Fülle an neuer Features, die allein durch die Klassen- und Talentsysteme noch dazugekommen sind, die es so in Nerim nicht gab. Als nächstes hätten wir dann hier auch noch so ein paar Asset-Fragen, also sprich Fragen, die speziell die Gegenstände, Texturen und solche Sachen im Spiel betreffen.